Unten, wo die Sonne am höchsten steht, da steht doch unsere Schule, die ESSG. Wir sind schon fast 2 Jahre hier, doch schon überall bekannt. Man sieht uns schon von Weitem mit unserer goldig-braunen Wand. Meistens haben wir Fächer wie Englisch, Deutsch und Sport. Diese vielen Stunden reißt der Selbstmord. Wir haben viele Regeln, manche halten sie nicht ein. Keine Hände Liebe Schüler, liebe Freunde der Physik, wir sind heute eine 7. Klasse. Wir haben hier ganz tolle Schüler, die Ashley, den Niklas und den Lars. Die werden uns einmal zeigen, was man alles mit dem sogenannten Bandgenerator, der eigentlich von einem Holländer stammt, Van de Graaff, machen kann. Wir haben das hier aufgebaut. Wir gehen mal ein Stückchen zur Seite. Und ich würde sagen, wir, das heißt ihr, zeigt uns mal, was man alles hier mit fabrizieren kann. Bitte Lars und Niklas. Und die Ashley wird uns nachher einen kleinen Kommentar geben. Schaltet mal an. Und jetzt müssen wir Ashley ein bisschen zur Seite, damit wir das sehen. So, nehmt sie da runter. Der erste Versuch dieser Bandgenerator schafft etwa 100.000 Volt. Die Stromstärke ist natürlich fast null. Und wir sehen, dass wir hier diese Abstoßung haben. In der Universität hat man wesentlich größere Bandgeneratoren. Und ich hatte schon vorhin gesagt, da nehmen wir dann immer so nette Mädels mit langem Haar. Und dann gehen die Haare in alle Richtungen. Okay, jetzt nehmt ihr mal eine andere Variante. Ja, ihr könnt das kurz ausschalten. Kommst du ran? Ja, und wieder einschalten. Jetzt dreht sich das Ganze. Haben wir als nächsten. Okay, was haben wir noch? Man merkt es auch genau. Und mal weiter noch etwas. Kommt immer mal so, dass man auch euch sehr ein bisschen sieht, schon von der Seite. So, und jetzt nehmen wir all das noch, was wir noch nicht gemacht haben. Also, können wir weiter? Läuft ja. Okay. Also, wir führen weitere Versuche durch mit dem Van de Graaffschen Bandgenerator. Bitte einschalten, Lars. Ja. Und wir sehen dort die Anziehung, Abstoßung. Das heißt, wir können das sogar optisch zeigen. Jetzt nehmen wir mal Folgendes. Wir haben hier ein Stativ. Bitte, Niklas vielleicht. Und geh mal mit der Kugel ein bisschen ran. Nein, indem du das Stativ bewegst, ja. Noch ein bisschen mehr, nein, ja, so. Dann kannst du ruhig höher gehen. Warte mal. Komm, halt mal fest. Auf, Vorsicht. Ja, und jetzt runterlassen, ja. Ist es fest mit der Kamera? Ja, ihr seht. Und zwar ist das hier schon ein Versuch, der eigentlich die sogenannte Influenz angibt. Weil die Kugel ist ja anfangs neutral und es wird die Ladung verschoben, dann lädt sie sich positiv auf, Abstoßung und wieder entsprechend. Ne? Ich meine, das ist doch ganz vernünftig. Ja, okay. Wir können hier noch ein bisschen weiter experimentieren, was wir noch nicht hatten hier. Und die Ashley wird dann uns noch ein bisschen was sagen. Ja. Oh. Niklas, fasst mal ganz vorsichtig die Ashley an. Und, merkst du etwas? Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen und ganz zart. Ja, geh dran zu ihr. Nee, okay, gut. Aber wir sehen wieder oben die Abstoßung. Könnt ihr das noch ein bisschen höher
Handchen? Ja. Okay. Oh, gut. Sehr schön, machen wir erstmal kurz einen Schnitt. Und jetzt? So, die Ashley gibt uns einen kurzen Kommentar. Wir hören uns dann an. Bitte schön, Mädel. Ein umläufiges Gummiband trägt positive Ladungen, die durch Reibung gewonnen wird. Die Erhöhung der Spannung und damit der in der Kugel gespeicherten Energie entsteht durch die mechanische Arbeit. Ja, gut, das waren also die Schüler der 7. Klasse. Ist natürlich nicht ganz einfach, aber ihr habt euch gut bemüht, muss ich sagen. Top, Jungs. Danke. Hey, du musst auch mal anpassen. Nein, ich passe nicht dran. Das ist nicht der Weber, der schlägt sich nur. Hey, was soll man anpassen? Noch Teile? Und nein, pass mal an, dann gebe ich den Schulschlag. Was soll man anpassen? Ihr müsst mal so eine Kette machen. So. Oh, ich hab's auch. Oh mein Gott. Oh. Hast du einen Schulschlag bekommen? Hallo, ich bin. Oh. Wow. Ich hab ihn nur angefasst. Ich hab nichts gemerkt. Ich war, ey, mach jetzt mal. Man sieht uns schon von Weitem mit unserer goldig-braunen Wand. Meistens haben wir Fächer wie Englisch, Deutsch und Sport. Diese vielen Stunden reißt der Selbstmord. Wir haben viele Regeln, manche halten sie nicht ein. Keine Handys nicht zum Kauen und keinem auf die Fresse hauen. Harzen in der Schule, auch das ist nicht erlaubt. Verstößt man gegen Regeln, fliegt man hoch, kann raus. Die Schule steht in nirgendwo, mittendrin im Feld. Doch als gute Laune Homo gibt's nichts, was uns hält. Die Mauern unserer Schule, die Risse und auch Schrank. Doch von innen halten wir zusammen. Doch wir behalten diese Regeln öfter nicht mehr ein. Immer wieder spät, aber uns anschreien. Doch wir müssen sie auch loben, sie haben's sich immer leicht. Herr Ebel, Rockstar, Physik ist ziemlich leicht. Manche Stunden in den Klassen sind der totale Flop. Trotzdem sorgen sie für Ordnung, der Herr ist Fahrradkopf. Entsprechend mit Herrn Stark, entsprechend in Chemie. Entsprechend kommt die Säure rein, entsprechend wird es nie. Noch andere Lehrer, die wir sehr gut kennen. Doch es tut uns wirklich leid, wir können nicht alle sehen. Die Schule steht in nirgendwo, mittendrin im Feld. Doch als gute Laune Humor gibt's nichts, was uns hält. Die Mauern unserer Schule, die Risse und auch Schrank. Doch von innen halten wir zusammen. Morgens kurz vor 8. Ich sitz auf meinem Platz, der Lehrer kommt rein und fragt, wer die Musik anhat. Keiner sagt was, keiner hebt den Finger. Der Lehrer ergänzt, ich find, das ist ein tighter Sänger. Ein Junge meldet sich und sagt, ey Mann, den kennen sie nicht. Der Typ hier auf'm Handy heißt Jay-Z. Der Lehrer meint, das ist genau Musik für mich. Aber gut, jetzt los zum Unterricht. Ich glaub, das wird für euch heute echt easy. Heute benutzen wir das krasse Smartboard. Der Lehrer ruft einen Schüler auf, doch der war fort. Hey, what? Hey, what? Ey, Mann, der hat eine OP in Darmstadt. Denn in seinem Darmtrakt steckt ein ganzes Darmrad. Genervt nimmt der Lehrer mich dann dran und fragt, der Zweite Weltkrieg, der war wann? Ich sag, ey, was? Ich weiß es nicht. Kein Plan, was soll denn das? Bin ich Jesus, Mann? Nicht so frech, meint der Lehrer. Sonst geht's zur Rektorin.